Liebe Erstkommunionkinder, ein neuer Sonntag, ein neues Video. Und letzten Sonntag hatten wir ja Pfarrer Fasel zu Gast und auch heute haben wir wieder einen Gast. Allerdings merkt ihr ja schon, ich bin gerade nirgendwo in einer der Kirche, so dass uns der Gast uns ja leibhaftig besuchen kann, sondern ich habe jemanden mitgebracht, allerdings auf einem Foto. Ihr könnt ja mal überlegen, wer vielleicht auf einem Foto sein könnte, das ich mitgebracht habe. Die Auflösung gibt es jetzt im Video. Viel Spaß dabei! Unser heutiger Gast im Video, wer hat es vielleicht schon von euch erraten, ist Papst Franziskus. Papst Franziskus ist der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Und wie man eigentlich Papst wird, was man dafür für Voraussetzungen braucht, das erfahrt ihr heute im Video. Dass Papst Franziskus Papst geworden ist, war am Anfang der Wahlperiode zum Papst gar nicht so sicher. Papst Franziskus ist nämlich schon ziemlich alt gewesen, als er Papst geworden ist und auch sein Gesundheitszustand war nicht der beste. Dass er aber überhaupt Papst geworden ist, das verdankt er so ein bisschen seinem Vorgänger Papst Benedikt XVI. Er hat aus verschiedenen Gründen am 28. Februar 2013 auf sein Amt als Papst verzichtet und im Anschluss daran trafen sich die wahlberechtigten Kardinale in Rom und wählten Jorge Bergoglio im fünften Wahldurchgang. Jorge Bergoglio, das ist der eigentliche Name von Papst Franziskus, der gebürtige Name, so wie er aufgewachsen ist und so wie er gerufen worden ist, damals als Kind. Und er hat sich den Beinamen Franziskus ausgesucht. Jeder Papst hat auch ein eigenes Wappen. Und bei diesem Wappen hat er ein bisschen auf das zurückgegriffen, was sein Vorgänger schon hatte, Papst Benedikt XVI., der anstatt einer Tiara eine einfache Bischofsmitra zeigt. Dieses Wappen ist auf vielen Briefen, oder offiziellen Schreiben von ihm, so dass es immer heißt, das kommt wirklich vom Papst selber. Ich zeige euch das Wappen gleich einmal und werde euch ein bisschen dazu noch erzählen. Denn dieses Wappen bringt noch ein bisschen mehr, da könnt ihr ein bisschen genauer hinschauen, was ich dazu erzähle. Papst Franziskus greift auf die Grundform des Wappens Benedikt XVI. Zurück. Ich lege die beiden mal nebeneinander, dass ihr das ein bisschen sehen könnt, dass anstelle der Tiara eine einfache bischöfliche Mitra zeigt. Diese Mitra tragen ja normalerweise Bischöfe. Vielleicht ist sie ja euch bekannt durch den heiligen Nikolaus, der mit der Mitra recht gut zu erkennen ist. Diese Mitra ist ähnlich mit den Kronreifen einer Tiara mit drei goldenen, in der Mitte vertikal miteinander verbundenen Bändern geschmückt. Und sie stehen für die Einheit von Weiheamt, Jurisdiktion und Lehramt des Papstes in derselben Person. Unter der Mitra ist ein Schild, was das Symbol der Jesuiten trägt, denn Papst Franziskus ist eigentlich Jesuit. Und das Symbol der Jesuiten ziert auch das Schild des Papstes. Es ist eine goldene Sonne mit dem roten Christusmonogramm IHS, dessen Haar von einem roten Kreuz überragt wird. Die drei Nägel darunter symbolisieren die jesuitischen Ordensgelübde der freiwilligen Armut, ehelosen Keuschheit und des Gehorsames. Weiter unten auf dem Schild seht ihr auch noch zwei weitere Symbole, die gleichen denen des erzbischöflichen Wappens Bergoglios. Und ihr könnt hier einmal schauen, ob ihr rauskriegt, wie das Wappen unseres Erzbischofs Rainer Maria Kardinal Wölki aussieht. Und nochmal zurück zu dem Wappen Bergoglios. Das hat einige Unterschiede zwischen dem erzbischöflichen Wappen und auch dem Papstwappen. Die Unterschiede sind, dass der Stern und die Nadenblüte golden statt silbern sind. Der Stern ist 8 statt 5-zackig und er symbolisiert die Mutter Jesu, also Maria. Die Narbe symbolisiert den heiligen Josef, den Schutzpatron der Kirche und anders als bei Papst Benedikt XVI. Enthält das Wappen kein Pallium, aber den Wahlspruch des Erzbischofs Bergoglio, Miserando atque eligendo. Das ist Latein und heißt übersetzt mit Erbarmen und Erwählen und er bezieht sich auf die Berufung des Matthäus und stammt aus einer Predigt des Beda Venerabilis.
dass sich Papst Franziskus den Beinamen Franziskus ausgesucht hat, erklärte er damit, dass ein anderer Kardinal auf ihn zugekommen ist und gesagt hatte, er soll bei allem auch die Armen nicht vergessen. Wir wissen ja, wir haben ja auch eine Kirche, die St. Franziskus heißt, auch in Erinnerung an den heiligen Franziskus. Und sowas auch, dass er für die Tiere und die Umwelt steht und vor allem für die Menschen, denen es nicht so gut geht. Und es soll eine Kirche der Hilfsbedürftigkeit geben, eine Kirche der ja, Zugesprochenheit, eine Kirche für die Armen. Und das war der Sinn und der Grund, warum sich ja, Jorge Mario Bergoglio Papst Franziskus genannt hatte. Papst Franziskus ist in Argentinien geboren und hat 4 jüngere Geschwister. Nach seiner Schule machte er eine Berufsschulausbildung als Chemietechniker und ist 1958 dem Jesuitenorden eingetreten. 1969 wurde er vom damaligen Erzbischof von Córdoba zum Priester geweiht und war dann als Jesuitenpriester ja mehrere Jahre lang aktiv, sogar auch in Deutschland. Er ist eine Zeit lang in Deutschland gewesen und hat dort an der Hochschule promoviert. 2013 wurde Jorge Bergoglio dann zum Papst gewählt und ist seitdem Papst Franziskus und regiert aktuell die römisch-katholische Kirche. Ihr merkt ja schon, es ist ein echt weiter Weg, um Papst zu werden. Somit ist auch der Wunsch von vielen Priestern gar nicht so das Ziel, ja, Papst zu werden, sondern eher, sie dienen Jesus Christus, sie folgen ihrer Berufung. Jetzt kennt ihr den aktuellen Papst, Papst Franziskus, mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Die weiteren Materialien zu dem Video findet ihr natürlich wie immer unten. Und vielleicht nochmal als kleine Anekdote zum Schluss. Auch ich durfte den Papst sehen, live sehen am Weltjugendtag, wo sich junge Menschen zusammentreffen in Panama 2019. Also ein gutes Jahr schon her und kann es seither immer noch nicht so ganz fassen, weil es schon eine besondere Bedeutung hat, ihn zu hören, ihn sprechen zu hören, wie er zu uns jungen Menschen geredet hat und auch wie er auch zu euch reden wird. Und ich hoffe auch, dass ihr irgendwann mal die Erfahrung machen dürft, ihn vielleicht mal übers Fernsehen sehen könnt oder vielleicht seid auch ihr mal beim Weltjugendtag dabei. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Tschüss! Erzähl uns mehr, dass wir die Zeichen verstehen.